Einen sehr schönen guten Morgen für euch allen. Wir wollen jetzt eine Anbetungszeit machen. Wir laden euch ein. Wisst ihr, Gott ist hier bei uns und Gott ist auch da. Da, wo du bist, ist er gegenwärtig und wir haben diesen Vorrecht, vor ihm zu kommen mit Lobpreis, mit Danksagung und mit Lobgesang. Und wir laden euch ein, mit uns das zu machen. Kommt. Auszurufen, Herr, in dein Name gibt es Hoffnung. Du bist Hoffnung für Leben, für ewiges Leben, Jesus. Und wir fürchten uns nicht vor dem Tod, denn du bist für uns das Leben. Danke, Herr Jesus.
Ja, guten Morgen und nochmal willkommen hier bei uns im Saal. Natürlich würden wir das gerne anders haben, dass wir uns wirklich umarmen würden können und begrüßen können und erzählen können. Leider ist das in dieser Zeit nicht möglich. Jeder bleibt bei sich zu Hause, aber wir dürfen uns doch treffen und wir dürfen Gemeinschaft haben, indem dass wir rund um das Wort Gottes kommen und zusammen diese Zeit mit ihm verbringen. Er ist derjenige, der uns vereinigt und wir haben die Liebe Jesus in unser Herzen und das vereinigt uns, das gibt uns Einheit.
So, wir wollen diese Zeit einfach in seiner Gegenwart verbringen und wir heißen euch herzlich willkommen bei uns zu Hause. Das ist eine ganz spezielle Angelegenheit und deswegen habe ich sogar meine normale tägliche Shorts, die ich anziehe, ausgezogen und Jeans dafür angezogen und ein richtiges Hemd und ich habe sogar Socken angezogen, was sehr außergewöhnlich ist. Deswegen müsst ihr wissen, wie speziell diese Angelegenheit ist. So, schön, dass wir zusammen sein können. Und wir beschäftigen uns heute mit das Thema Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus. Und vorige Woche, wir haben gerade die Osterzeit durchgemacht, besser gesagt Passafest. Und Passa steht für dieses Passa-Lamm, was damals in der Zeit, wo Israel in Ägypten war, wurde das Lamm geschlachtet und das Blut wurde an die Türen von die Häuser von die Israeliten angepinselt, damit diese Engel des Todes über das Haus gingen und sie nicht mit dem Tod begegnen tat. Und genau so ist das, so ist Jesus für uns. Jesus ist unser Passalam. Und er wurde gekreuzigt, er wurde so wie ein Lamm geschlachtet, er gab sein Leben hin, damit wir durch ihn das ewige Leben bekommen. Und das ist, was das Tod Jesu am Kreuz für uns bedeutet. Es bedeutet, er nahm unser Tod, das, was wir verdient haben, auf sich auf, damit wir sein Leben in uns durch Glauben an ihn bekommen. Und Frieden mit Gott, es ist so eine starke und gute Botschaft. Diese Botschaft von Passafest, es trifft uns so genau zu. Aber wie ihr schon bestimmt gehört habt, Jesus ist gestorben, aber er ist nicht im Grab geblieben. Und Sonntag haben wir gefeiert, dass er wieder auferstanden ist. Und dies war wirklich eine sehr schwierige Zeit für die Jünger. Weil die mussten das Ganze durchmachen von seiner Kreuzigung und sie waren voller Furcht und sie dachten, sie hatten ihren Herr und ihren Heiland für immer verloren durch seinen Tod. Und sie wurden dann dadurch sehr enttäuscht. Und deswegen sind die ersten Begegnungen von Jesus nach seiner Auferstehung so von Bedeutung für die Jünger. Und ich möchte einfach in einige von diesen Begegnungen eingehen, denn ich denke, Jesus begegnet uns immer noch bis heutzutage. Und wir dürfen dann auch was rausnehmen und lernen von den Begegnungen, die er macht in die Zeit, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Und die erste Begegnung, und wir glauben wirklich, die erste Person, die Jesus begegnet hat, nach er frisch zum Leben aufstand, war Maria Magdalena. Und in Lukas 24 sehen wir, dass sie eins von den Frauen waren, die Sonntag, den ersten Tag der Woche, früh am Morgen zum Grab gingen. Und sie gingen nicht mit irgendeiner Erwartung, Jesus zu begegnen, sondern sie hatten wohlriechende Öle, nahmen sie mit, den sie vorbereiten hatten, um seinem Leib zu behandeln. Jetzt, das sind von Marias Vergangenheit sind da drei wichtige Details. Das erste lesen wir in Lukas Kapitel 8, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit hatte. Jetzt denkt einmal darüber nach. Diese Frau, die war gefesselt, die war gefangen und sie war von diesen Dämonen unterdrückt. Das war ihr Leben. Sie hatte nicht Selbstkontrolle. Sie hatte nicht die Fähigkeit, ihr Leben so zu führen, wie sie wollte. Sie war voll unter der Sklaverei von Dämonen. Sie war voll unterdrückt. Und dann kam Jesus und er sprach ein Wort. Er nahm Autorität über diese Dämonen und warf sie raus. Und Maria Magdalena wurde frei. Sie wurde zu einer freien Frau. Und das wurde zu ihrem Lebenszeugnis. Es hat ihr so geprägt. Sie war so, das war ein Vorher und ein Nachher mit dieser Begegnung von Jesus. Und das hat ihr so beeindruckt, dass sie ihren Leben Jesus übergab, um ihm nachzufolgen und mit ihm zu gehen. Und das hat sie auch gemacht. Also das andere Detail über Maria Magdalena, sie begleitete Jesus. Es sagt dann weiter in Lukas 8,
Sie war eins von mehreren Frauen, wo Jesus von Stadt zu Stadt in seinen Dienst ging, zu den Leuten, gingen diese Frauen mit. Und die haben ihn begleitet und die haben ihn versorgt mit allem, was er brauchte, mit seinem Team. Diese Frauen waren wirklich, die zeigten eine Dienstbereitschaft und eine Hingabe zu Jesus, die wirklich sehr tiefgehend war. Und das dritte Detail von Maria Magdalena, sie stand in dem Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde, war sie unter die paar Frauen, die dabei blieben, bis ans Ende. Sie stand bei Jesus und sie hat diese Trauer gelitten, wo sie sah, wo das Leben von Jesus von ihm ausging. Und sie blieb dabei, sie blieb in diesen Schmerzen bei Jesus dabei. Und jetzt alles, was Maria Magdalena hat, ist diese Leiche. Das ist ihr einziges Andenken an dieser Mensch, die ihr das Leben gerettet und total verändert hat. Das war so, als ob mit diese Öle und mit diese Gewürze, die sie hatten, sie wollte das festhalten, das bisschen, was sie noch hatte, alles, was sie hatte, war ein Leiche. Das war so wie Jesus, seine Leiche war ein Andenken an sein Leben und was er für sie bedeutet hatte, und sie wollte das festhalten. Und wir wissen von der Geschichte, dass das eine sehr natürliche Reaktion ist von Menschen. Zum Beispiel die Ägypter, die haben ihre Pharaos zu Mumien gemacht, die heutzutage noch, nach tausende Jahre, sind die immer noch da, weil die würden extra, die Leichen würden vorbereitet, damit die nicht verrotteten. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch noch sich an Steve Lytle erinnert. Er war vor vielen Jahren hier bei uns und er erzählt in dem Buch, was er geschrieben hat, dass in die Sowjetunion, in die Zeit von Kommunismus, da wo Lenin gestorben war, der war ja der Revolutionär, und wo der starb, die haben dann auch seine Leiche gehalten und die haben das ausgestellt für die Menschen, und die Menschen haben lange Reihen gemacht, um zu warten, um bei seiner Leiche vorbeizukommen. Und das ist dasselbe ist auch in Nordkorea mit Kim Jong-il, mit ihrem Revolutionär passiert. Die haben das auch so gemacht, und damit die ausgestellt, damit die Menschen ihm Blumen schenken konnten. Und diese Leute in ihrem Leben, die haben versucht, den Platz von Gott als Versorger für das Volk einzunehmen. Die haben mit Gewalt erstens mal Gott versucht, aus ihrem Land auszurotten, diese Gedanken, dass es einen Gott gäbe. Und die haben sich dann an seine Stelle als Gott für ihr Land, als Versorger, als die Hoffnung für ihr Land hingestellt. Und deswegen, weil die Leute sich da mitgingen und wirklich ihre volle Hoffnung auf diese Menschen gestellt haben, dann ist es auch so, dass wo sie starben, dann war diese Hoffnung zusammengebrochen und alles, was sie hatten, war diese Leiche. Und die haben letztendlich den Tod angebetet. Aber wir dienen nicht einen toten Erretter. Wir dienen einen lebendigen Gott. Wir dienen Jesus, der von Toten auferstanden ist und jetzt in alle Ewigkeit lebt. Er ist die Quelle des Lebens und er lebt. Und wir dienen einen lebendigen Gott. Und wir beten einen lebendigen Gott an. So, wo sie dann zum Grab kommen, den Sonntagmorgens, haben die Jesus nicht finden können. Aber Jesus hat Maria gefunden. Interessanterweise ist diese Begegnung, was Johannes erzählt über Maria Magdalena und Jesus, die sind nur zu zweit. Das sind nicht alle Frauen, die zum Grab gingen, sondern Maria blieb wahrscheinlich hinteran, wo die anderen Frauen gingen, und da hat Jesus ihr ganz höchstpersönlich begegnet. Sie konnte ihn nicht finden, aber er hat sie gefunden. Und es ist so beeindruckend, weil am Anfang erkennt Maria ihn überhaupt nicht, weil sie erwartet nicht, einen lebendigen Jesus zu finden. Und sie glaubt, er ist der Gärtner. Und sie sagt, hast du die Leiche von Jesus genommen? Bitte zeig mir, wo er ist, damit ich die wieder zurücknehmen kann. Und Jesus antwortete mit einem Wort. Und das ist das wichtigste Wort, was Maria in dem Moment hören konnte. Und das war Maria.
Und wo er dieses Wort, wo er ihr Name sagte, dann, das traf wie Elektrizität in ihren Leib ein und sie merkte, wer zu ihr sprach. Ganz sicher hat sie sofort auf die Art und Weise, wie er ihren Name aussprach, gleich erkannt, wer zu ihr sprach. Durch all die Gespräche, die sie in den vorigen Zeiten durchgeführt hatten, kannte sie diese Stimme und sie wusste, wie er ihr Name höchstpersönlich sagt. Und ganz sicher, ich weiß nicht, es steht da nicht beschrieben, wie sie dann reagiert hat, ob sie ihn dann umarmt hat oder ob sie auf den Gesicht gefallen ist und hat seine Füße gegriffen. So stelle ich mir das vor, dass sie aus lauter Freude einfach ihm an die Beine festhielt. Aber was Jesus seine Reaktion ist beschrieben und er sagt, lass mich los, denn ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Er sagte, es war so, wie er würde sagen, es gibt eine Zeit, wo du mich festhalten kannst, aber die Zeit ist noch nicht gekommen, weil erst muss ich zurück zu meinem Vater im Himmel zurückkehren. Und Jesus hatte Maria dann weitergeschickt zu den Jüngern, um ihnen zu sagen, dass er diese Nachricht, die frohe Nachricht von das Leben Jesus weiterzugeben. Und weiter haben wir dann eine Begegnung mit Peter. Und wir werden nicht in die erste Begegnung von Peter, von der auferstandenen Jesus, sondern ein bisschen später. Jesus war schon ein paar Mal mit den Jüngern gewesen. Aber Petrus war ein ganz besonderer Fall, weil Petrus hatte auch mit dieser Enttäuschung, womit all die Jünger zu kämpfen hatten, hatte er auch zu kämpfen. Eine tiefe Enttäuschung, dass es mit den Erwartungen von Jesus nicht so ausgefallen war und dass alles nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat. Aber für Petrus war das noch eins tiefer, weil Petrus spürte außer diese Enttäuschung mit Jesus, fühlte er selber, von sich selber, einen tiefen als Versager. Und mit diesen Versagen kam noch ein tiefes Scham noch dazu. Und mit dieser Scham, das baute sich eine Barriere zwischen er und Jesus. Und auch wo Jesus sich dann wieder offenbart hat zu den Jüngern, war immer diese Distanz, was Petrus fühlte, weil er sich unwürdig fühlte in Jesus sein Gegenwart. Und er wusste nicht, nach all seinen Versagen, nachdem er mit Fluchen Jesus abgesagt hatte und bekannt hat, dass er ihn nicht erkannte, dass er nicht wusste, wer er war. So stark war seine Abneigung von Jesus. Er wusste nicht, ob da würde ein Weg zurück sein zu seiner Beziehung, die er vorher mit Jesus gehabt hatte. Und deswegen nahm er Abstand. Und hier lernen wir eine sehr wichtige Prinzip bei Petrus. Sein größter Versagen kam aus seiner größten Angst. Sein größter Versagen, Jesus absagen, es kam von seiner größten Angst. Und seine größte Angst war, sein Leben zu verlieren. Petrus hatte einen riesen Angst vor dem Tod. Und er, jedes Mal, wo der Druck groß war, versuchte er mit alles, was er konnte, sein eigenes Leben zu retten und davon zu kommen. Und interessant ist, dass Maria Magdalena, sie sucht Trost an die Stelle des Grabes. Deswegen ging sie dahin. Petrus reagiert anders. Petrus sucht Trost zurück in seinem Boot. Er war Fischermann. Er war aus dieses Leben von Fischen gekommen. Und wo alles seine ganze Welt zusammenbrach und die Enttäuschung groß war, dann ging er einfach zurück ins Boot. Und in Johannes 21,3 sagt er einfach zu seinen Kumpels, zu seinen Freunden, er sagt, ich gehe fischen. Und mein Freund hat mir so ein Bild mit einer Beschreibung geschickt. Und ich finde das einfach so lustig. Es sagt hier so, der rote Teil ist mein Verlangen, fischen zu gehen. Der gelbe Teil auch, aber im Gelb. Und brachte nur zum Ausdruck, wie er sich sehnte wieder in diese Quarantänezeit rauszugehen, um zu fischen, wie sehr er das wollte. Und ich denke, das spricht auch das Herz von Petrus auch so richtig weiter. Er hatte diesen tiefen Verlangen in sich,
wieder fischen zu gehen. So, dann hat er das einfach gesagt, ich gehe fischen. Und er hat das zu so 6 oder 7 von den anderen Jüngern, die um ihn herum waren, die waren alle zusammen. Und sie reagierten dann, wie alle gute Freunde reagieren auf so einen Kommentar. Und sie sagten, wir kommen mit. Und dann sagt es, die haben den ganzen Nacht gefischt, aber sie haben gar nichts gefangen, keinen einzigen Fisch, durch die Nacht gefischt und nichts gefangen. Und am Tagesanbruch steht Jesus am Ufer, aber die Jünger, sie erkannten ihn nicht. Und dann ruft er aus zum Boot, sie sind weit ab ins Meer, und er ruft aus, Jungs, habt ihr nichts zum Essen? Fragte Jesus. Und die haben mit einem Wort geantwortet. Nein! Hatten nichts weiter dazu zu sagen. Typische Männer, ja? Die, glaubst du, dass die überhaupt interessiert waren, dieses Gespräch weiterzuführen? Ich denke schon mal nicht. Ja? Die waren nichts begeistert. Und sie waren alle frustriert. Aber kannst du dir vorstellen, wie diese Frustration an Petrus Ass, ja, wie er das ihm so kaputt machte. Ich bin ein Versager für Jesus. Ich bin ein Versager in allen Bereichen, aber wenigstens kann ich fischen. Und jetzt hat er versucht zu fischen, und sogar die Fische konnte er nicht mal fangen. Und er fühlte sich einfach so frustriert. Und dann ruft Jesus aus zu den Jüngern, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dort werdet ihr welche finden. Und das taten sie, doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen, sagt es. So viele Fischen hatten sie gefangen. Und dann auf einmal schreit Johannes zum Petrus, hey, das ist der Herr. Und in diesem Moment, das schlägt bei Petrus wie ein Blitz ein. Sicher merkte er, dies war eine Wiederholung von seiner ersten Begegnung damals mit Jesus, ganz am Anfang. Und damals hatten sie auch die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und Jesus hat sie Mut gemacht, nochmal das Netz auszuwerfen. Und dann hatten die so einen großen Menge von Fische gefangen, dass die Boote drohten unterzugehen. Und Petrus merkte, dass Jesus was sehr Übernatürliches war und heilig war, sehr anders wie er. Und seine Reaktion war, geh von mir weg, ich bin ein Sünder. Das heißt, ich bin es nicht würdig, bei mir zu sein, wende dich ab. Aber Jesus hat sich nicht abgewendet. Im Gegenteil, Jesus rief ihm, bei ihm zu sein. Er sagt, von nun an wirst du noch Menschen fischen. Und er rief Petrus damit ins Jüngerschaft ein. Und so jetzt, und auf einmal merkte Petrus, es ist immer noch Jesus, und er macht das immer noch für mich. Und dann sagt es noch, er zog seine Kleidung an. Merkt ihr, Petrus hat in seine Höschen gefischt. Er musste sich erstmal richtig anziehen, und dann wirft er sich ins Wasser, und er schwimmt zu da, wo Jesus ist. Und Jesus hat schon vorher da am Ufer gemacht, und er sagt, da war etwas Glut da und Fisch, ein Fisch darauf und Brot. Alles war schon vorbereitet. Und wo sie dann die Fische alle eingebracht hatten, dann sagte Jesus zu den Jüngern, kommt und frühstückt. Und es sagt, er nahm das Brot und er nahm den Fisch. Und es sagt, und er bediente sie. Und ich finde es so seltsam, dass dieser auferstandene Jesus, der verherrlichte Jesus, der was für immer und ewig lebt und das Leben ist, er war immer noch bereit, seine Jüngern zu dienen. Er war immer noch bereit, sie das Essen zu geben. Aber zwischen Jesus und Petrus gab es immer noch diese Barriere. Es war immer noch, auch wo die zusammen Frühstück aßen da am Ufer, gab es immer noch diese ungelöste Situation. Und Petrus fühlte sich sehr verunsichert in Jesus sein. Er wollte da sein, aber er fühlte sich sehr unsicher,
wie es jetzt weiterlaufen würde, weil er so sehr versagt hatte zu Jesus. Und ich liebe das, dass in dieser Begegnung, dass Jesus die Initiative ergreift. Und er sucht diese Entfernung zu überwinden. Und in Johannes 21, 50 sagt es, nach dem Frühstück, nach die gefrühstückt hatten, fragt Jesus Petrus. Er hat so ein Einzelgespräch mit ihm. Und er fragt Petrus, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und das Wort, was er für Liebe braucht, es ist hier ganz wesentlich, weil es bedeutet Agape. Und Agape-Liebe ist die tiefste Liebe, die tiefste Ausdruck von Liebe, die es gibt. Es ist die Liebe, die das Leben hingibt. Und es ist die stärkste Liebe. Es ist die Liebe, womit Gott uns liebt. Und jetzt fragt Jesus, Petrus, liebst du mich mit dieser Liebe, die das Leben hingibt? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, ich liebe dich. Aber hier ist etwas, was wir leider im Deutsch nicht so gut zum Ausdruck bringen können. Er hat nicht Agape gebraucht in seinen Antwort an Jesus. Er hat gesagt, ja, Jesus, ich liebe dich, aber das war das Wort Phileo. Ein Phileo ist eine bruderliche Liebe. Es ist auch eine Art von Liebe, aber es ist nicht dies Liebe, die bereit ist, das Leben hinzugeben. Und das war gerade der steckende Punkt für Petrus. Und er sagt, ja, das ist so, wie er sagen würde, ja, ich mag dich, Jesus, ich bin für dich, ich schätze dich. Aber konnte es sich das nicht dazu bringen, zu sagen, ja, Herr, ich lege mein Leben für dich hin. Und dann hat Jesus gesagt, dann füttere meine Lämmer. Und dieses ist, wo Jesus ihm dahin führt, wie er dahin kommen kann, Jesus mit einer Agape-Liebe tatsächlich zu lieben. Es wäre so, als er sagen würde, wenn du teilnimmst an meinem Werk, wenn du die Menschen, die um dir herum sind, die Kleinen im Glauben dienst, so wie und einfach mein Herz bekommst für die Menschen und einfach mein Werk tust, das, was ich tue, wenn du teilnimmst und so wie ich andere diene, so dienst du die auch. Du gibst die Kleinen zum Essen, dann wirst du lernen, Agape-Liebe in deinem Leben zu fordern, indem, dass du dienst. Und das, was Petrus am schwierigsten fand, das war sein Leben aufzugeben. Und Jesus sagt, du kannst lernen, dein Leben aufzugeben, indem du täglich anfängst zu dienen. Und dann fragt er ihn nochmal, Petrus, liebst du mich? Wieder Agape-Liebe. Ja, Herr, du weißt, ich liebe dich. Wieder diese bruderliche Liebe. Petrus weiß nicht gut, wie er Jesus antworten soll. Er wollte ehrlich sein. Und dann sagt Jesus wieder, kümmere dich um meine Schafe. Und dann zum dritten Mal fragt Jesus Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und dieses Mal hat Jesus nicht mehr Agape-Liebe gebraucht, sondern er hat Phileo-Liebe gebraucht. Liebst du mich mit einer bruderlichen Liebe? Und dann sagt es, er schmerzte Petrus, dass Jesus zu ihm das dritte Mal gefragt hat. Und dann sagte er, Herr, du weißt alles. Und du weißt, dass ich dich liebe. Und Petrus wusste einfach nichts mehr zu sagen. Herr, du siehst genau, was in mir abläuft. Du siehst all mein Versagen. Du weißt, wie es mir geht. Du weißt, was ich kann und was ich nicht kann. Aber du weißt, dass ich dich liebe. Dann sagt Jesus, dann weide meine Schafe. Und dann sagt Jesus noch weiteres was. Und ich glaube, dieses ist was ganz wesentlich an die Lehre, was an diese Wiederherstellung, was Jesus an Petrus weitergibt. Und er sagt dann in Vers 18, und ich muss dir noch etwas sagen. Es ist ein prophetisches Wort jetzt, was Jesus über Petrus sprechen wird. Etwas, was in die Zukunft passieren wird. Und er sagt, als du jung warst, hast du dir selbst im Gürtel gebunden und du bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Und dann sagt es in Vers 19, Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm, komm und folge mir nach.
Jesus sagte auch prophetisch auf Petrus, du wirst Agape-Liebe in dir entwickeln. Indem, dass du mir nachfolgst, indem, dass du lernst, andere zu dienen, indem, dass du täglich lernst, dein Leben hinzugeben. Und es wird tatsächlich so weit kommen, Petrus, an diesen Punkt, wo du immer wieder versagst, an Angst, wirst du tatsächlich ein Sieger sein. Und es wird so kommen, dass du wirst dein Leben tatsächlich hinlegen, um die Ehre Gottes, um Gott zu ehren. Du wirst Gott dadurch die Ehre geben, in wie du sterben wirst. Das Prinzip ist folgende, sagt Jesus, und so empfinde ich das. Wenn du mir folgst, werden deine Ängste dich nicht länger zum Versagen führen. Wenn du mir folgst, wirst du deine Ängste überwinden. Aber nicht indem, dass du auf deine Ängste fokussierst, sondern dass du auf mich und die Beziehung mit mir, die Begegnung mit mir fokussierst und dadurch dann andere dienen tust. Wenn du lernst, so zu dienen, wie ich diene, dann werden deine Ängste dir nicht mehr gefangen halten. Und ich denke, in all diese Begegnungen, wir haben jetzt nur zwei Beispiele genommen von Maria Magdalena und die Begegnung mit Jesus und Petrus später, die Begegnung mit Jesus. So eine starke Begegnung, und es gab noch mehrere. Aber ich glaube, in diesem ganzen Prozess, in diese kurze Zeit, wo Jesus noch auf die Erde war, wo er wieder auferstanden war, war seine Absicht, seine Jüngern auf seine Rückkehr zum Himmel vorzubereiten. Er wusste, er würde nicht immer da sein. Er wusste, er musste zurückkehren zum Vater. Und es würde eine Zeit sein, bevor er wiederkam. Und deswegen bereitete er sie mit diesen Begegnungen vor. Doch hat er zur selben Zeit gesagt, seine Jünger, diese Verheißung gegeben, ich werde immer bei euch sein. Es war eins von seinen letzten Worten an seine Jünger. Ich bin alle Tage bei euch, bis ans Ende dieser Zeitalter. Und in diesem Zeitalter wohnen wir immer noch. So diese Verheißung von Jesus ist immer noch gültig. Es heißt, dass Jesus immer noch Menschen in ihrer Not, in ihrer Gefangenschaft, in ihrer Unterdrückung und auch in ihrer Scham, in ihren Versagen. Jesus begegnet uns immer noch bis heutzutage. Und er macht das durch seinen Heiligen Geist. Er hat in früheren Zeiten seine Jünger sogar gesagt, es ist besser, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, werde ich den Tröster, den Heiligen Geist zu euch schicken. Und er wird bei euch sein und er wird in euch sein. Und dies ist das größte Geschenk, was Gott uns zusammen mit das Paket des ewigen Lebens durch Jesus hat er uns seinen Geist geschenkt. Das ist die Gegenwart Jesus in uns. Es ist die Geist Jesus, der in uns wohnt. Und es ist so ein Geschenk, was wir haben, was uns die Gelegenheit auch gibt, eine Begegnung mit Jesus zu haben. Und das ist einfach mein Gebet und mein Wunsch für dich heute, dass du für dich, so wie bei Maria Magdalena oder so wie Petrus ihre Begegnung mit Jesus hatten, so kannst du auch eine Begegnung mit Jesus haben. Und wenn das für dich was Neues ist, wenn du niemals dieses Erlebnis gemacht hast, dann lade ich dich ein, einfach dein Herz aufzumachen und ein Gebet auszusprechen, ein Gebet des Glaubens und zu wissen, dass Jesus dir begegnen möchte, und bete mit mir, lieber Jesus, ich glaube, dass du an meiner Stelle am Kreuz gestorben bist. Und ich glaube, dass du den Tod auf dich nahmst, damit du mir das Leben schenken könntest. Und ich nehme das von dir ab. Ich empfange das Leben durch Glauben an dir. Durch dein Tod und Auferstehung bist du für mich mein Retter und mein Heiland geworden. Und ich bete, dass du mein Name im Buch des Lebens dort im Himmel schreibst. Und ich bete, dass du mir deinen Heiligen Geist schenkst in mein Herz hinein und in mein Leben die Regierung zu übernehmen. Du bist mein Versorger. Du bist mein Gott. Du bist derjenige, der mich befreit. Du bist derjenige, der mir diesen Scham wegnimmt
und die Unterdrückung des Feindes wegnimmst, damit ich frei sein kann. Und ich schätze es und ich nehme dich an und ich danke dir, Jesus. Sei du ab heute mein Herr und mein Retter. Ich liebe dich. Ich segne euch mit diesen Gedanken. Diese Woche wollen doch eine Begegnung mit Jesus haben, wollen ihn von ganzem Herzen suchen. Jesus begegnet immer noch Menschen heutzutage und er wird es auch mit dir machen und du wirst Erfolg erleben, denn Gott ist bei dir und er ist für dich. Liebe Geschwister, seid gesegnet. Nimm das Wort Jesu an für einen Anspruch für dein Leben und lebe es auch. Fange an, jeden Tag dein Leben hinzugeben und Jesus zu dienen, indem dass du rumschaust und siehst, wie du die Menschen um dir herum dienen kannst. Gott segne euch und wir sehen uns hoffentlich nächstens bald. Bitte schreib einen Kommentar hier auf Facebook oder schreib uns per Handy oder ruf uns an oder was immer. Wir möchten sehr gerne von euch hören. Gott segne euch und gute Woche.